Und damit sanfte Grüße, meine Lieben. Willkommen zurück zu Undisputed. Ja, wir sind wieder da. Ja, im letzten Kampf, in den letzten Kämpfen, muss man sagen, haben wir uns da nie gerade mit rumbekleckert. Oder, ja, ich habe mich nie mit rumbekleckert. Und ja, bin da viel zu forsch an die ganze Sache rangegangen. Gerade im zweiten Kampf, ne, da war ich viel zu überheblich. Ja, habe gedacht, komm, das wird ein leichter Sieg. Aber ja, habe dann ein paar Sachen ausprobiert und habe da einfach auch zu viel. Ja, oftmals ist Leere geschlagen, mit Powerpunches bin dann in den Konter reingelaufen und so weiter und so fort. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad ist das gar nicht so einfach. Und ich kann es immer wieder sagen. Also ich finde, der fortgeschrittenen Schwierigkeitsgrad, der ist irgendwie, ist der zu leicht und Profi, ich will nicht sagen, dass es schwer ist, aber die Balance dazwischen, die stimmt nicht so ganz. Also da müssten sie mal ein bisschen nachbessern noch, glaube ich, weil ich habe jetzt, bevor ich jetzt hier weitermache, habe ich vorhin nochmal schnell so einen Kampf gemacht im fortgeschrittenen Modus. Und ja, da kann man ganz locker die Gegner, also spätestens in der zweiten Runde, K.O. hauen. Es ist irgendwie, also da passt so ein bisschen das Balancing nicht zwischen diesen beiden Schwierigkeitsgraden. Aber gut, egal, ich will da gar nicht lange darum reiten. Es ist halt, wie es ist. Ne? Wir spielen hier im Profi und da müssen wir jetzt halt mit klarkommen. So, also wir kämpfen hier gegen den David Wilson. 6 Runden, 7 Trainingswochen haben wir hinter uns im St. Andrews Sporting Club. Ja, wir müssen langsam mal irgendwie ein bisschen hier nach oben kommen. Ne? Es ist echt, ich werde vielleicht mal probieren, in Zukunft vielleicht dann doch eher vielleicht Gegner nehmen, die noch unter uns sind und vielleicht langsam aufsteigen. Ich meine, wir steigen eh schon langsam auf, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht erstmal mit leichteren Gegnern. Und rein in der Theorie ist es einer der leichteren Gegner. In der Theorie. Smaller weight class, of course, but these two pack quite a punch, and they will enjoy a weight advantage. There is no joke about this. Someone is going to get hurt, the other is going to get embarrassed. Let's make sure they measure up well. Naja, This bout is scheduled for 6 rounds of boxing. In the red corner, from Germany, wearing the red trunks, trimmed with black, the boss! Ich brauche mal eine neue Frisur. Out of the blue corner, from the United States of America, wearing the black trunks, trimmed with black. So they stare into each other's eyes one final time. Okay. Prepared for battle. Mach dich locker. Which fans are gonna be happy, which fans are gonna be sad? I don't know, but it's the argument I love. The fans are ready, and it looks like the fighters are now ready. We're hoping for an all-action slugfest. Misses with the jab. Clean jab. Straight right just misses. Aww. Has to be careful for that receipt. It's always coming. There's no doubt about it. This fighter loves to throw jabs. Oh, a lot of Gott, was ist denn wieder los heute? Both men step back for just a moment. Both of these fighters have had their moments. Through the hook, didn't land. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect you. This fighter has a very good win-loss record and will be tough to beat. The straight right just misses. You believe what we are seeing. A very competitive round with 10 seconds left. Oh.
Es geht schon wieder los. Mir gefällt immer dieser zweite Satz, nicht Kampfeinschätzung. Das gefällt mir jetzt nicht. Herausforderung angenommen, ja. Aber gut. Wenigstens sind wir gut in den Kampf eingestiegen. Gegner hat Prellung. Ja, gut, mal gucken. Well, they got battered last round. How do they turn their fortunes around? They've had 1 minute to recover. Now they've got to bluff it. They've got to bluff it. They've got to come out now and style it out. Get on the back foot, jab, rest on the jab. Be smart and pop until your legs come back. Then put the pressure on. And he scores with the counter. Those counter punches have to hurt. Oje, 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 unser Körper. Ich muss mich. Thought there might be more action here. Figure out the combination to this save. Just miss with that hook. Very close match. It shows the skill, the discipline, the respect both fighters have for each other because no one dare do anything out of turn. Lucky that hook didn't score. Dann nicht so viel niesen. Lass dich nicht wieder hinreißen, Mensch, Kerl. Throws the jab and doesn't score. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Ah, Mann. Well, he is in big trouble here. He may have been ich weiß. Wow, it was like two different leagues. They ring the bell and here we go. Safe to say that last round was a nightmare. Let's see if we can turn it around here. That was a tough last round. Now you've got to make sure he doesn't put it on him. That's what he's trying to do. So tie him up, hold him, lean on him. Don't get drawn into a fight. Not yet, not until your senses have come back. Tell these two that they can be defensive for a minute if they want to. The straight right just misses. Trying to fight like Roy Jones Jr. now, bouncing on the toes. Nice exchanges from both men in this round. Good counter punching. And just as quickly as it slows down, it heats back up. Nah. There's a counter shot. Right uppercut, can't find a home. Big swing and a miss with the hook. Oh, yeah. This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Nah. Oh, yeah. Well, there was no doubt about who yeah, super. That round. You can't leave it up to the judges. It's up to you as the fighter. Die Schwellung auf der linken Seite immer schlimmer. Vielleicht kriegen wir noch ein TKO hin. Ja, ich glaub's nicht. Aber doch, ja. Vielleicht.
noch einmal ein paar Runden vor uns. That last round was huge for him, Johnny. How does he keep the momentum going? Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing, because you've won that hands down. Just avoids a left uppercut. Someone's will cave, but which fighter will it be? If you not throw out a lazy jab in this fight, you'll get knocked out. Na? Ja, das ist gut. So the referee says fight on. Noch einmal Chance. Nope, that hook won't score. Ja, nicht so. Good defense stopping that jab. Na, Mann. Trottel. Thrown, but it doesn't catch. Na, nicht doch. The momentum, they got the advantage. How do they carry that into the next round? I seriously hope the judges keep their eye on this fight, because if they haven't, there's gonna be absolute uproar. Gegner hat großes Problem mit der Brennung auf der linken Seite. Ja, das habe ich mir schon gedacht nach der letzten Runde. Immer noch ein bisschen enger Kampf. Wenn du diese Runde gewinnst, schaffst du es. Okay, deine Jabs sehen gut aus. Setze mit der Geraden oder mit dem Haken zum Körper nach. Ja, das Problem ist, dass unsere Ausdauer jetzt ganz schön zur Neige gegangen ist. Hab zu viele Power-Punches versucht. Das raubt halt Ausdauer wie Sau. Und dann haut er uns natürlich immer schön in den Körper rein. Hilft auch nicht gerade. Well, there's no doubt about who won that last round. Let's see what he has for us here in the next one. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? This thing do it! Oh! Ja, geh ran! Don't see. Das gibt's doch nicht. Na, mach keinen Scheiß, hab ich gesagt. Verdammter Himmel, ich lern's auch nicht. Ich lerne es verdammt nochmal nicht. Mann. Ich kann mich so schwarz über mich selber ärgern, das glaubt ihr nicht. Ja, jetzt müssen wir K.O. Jetzt geht's nicht mehr anders. Sonst war's das. Oh je, und wir sind immer noch hier. Hauf mich zu hauen, Mensch. Okay, eine Runde haben wir noch. No doubt at all. You can see who's winning. You can see who's got in hand. You can see who's comfortable. Or is it a bit of a mousetrap? Swing and a miss with that hook. Komm, brich den Kampf ab, Schiri. Na, ja, komm. Komm, bitte brech ihn ab. Ja! Ja! Gottes Willen! Was für ein Krimi! Well, Johnny, complete and total domination, a stoppage victory. How do you rate the performance? TKO, we're gonna see it again. TKOs, they finish the story too early. It's like being kicked out of a club. Oh, Gott sei Dank. Ja, das wäre jetzt aber.
Es wäre jetzt echt sauknapp geworden, aber wirklich sauknapp. Guckt euch das an. 38, 38, 38. Junge, Junge, Junge. Oh, ich bin der Letzte. Oh. Meine Fresse. Okay, gut. Puh. Aber Hauptsache ein Erfolg. Ne? Sehr schön, jawohl. Oh, das tut gut. Ja, das tut so gut. Guck keiner an. Ich denke immer, das ist ein schlechter Gegner und sie sagt, das ist ein guter Gegner. Also ich blicke da echt nicht mehr durch. Also keine Ahnung. Also wenn ihr da Erfahrung habt, müsst ihr mir mal helfen. Wie erkenne ich jetzt? Jetzt mal ganz ehrlich, wir machen das gleich mal. Wenn wir jetzt nachher einen Gegner aussuchen, dann müsst ihr mir unbedingt mal sagen, wie ich das besser erkennen kann hier, was ein guter und was ein schlechter Gegner ist. Weil irgendwie, ich bin einfach zu dumm, glaube ich. Ich blick das nicht. Was? Ach so, Manager. Naja, gut, komm. Wir verlängern den einfach jetzt mal. Ich habe jetzt weder die Zeit noch die Lust, nach dem neuen Manager mich umzugucken. So, also. Ja, hier ein bisschen. So, jetzt mal auf 70. Und jetzt noch ein bisschen da. Dass wir hier ein bisschen noch einigermaßen im Grünen sind hier. So. Kampf verhandeln. So. Ja, und ist klar. Gegen den David Wilson haben wir ja gerade. So, der. Nee. Ich meine, du gibst zwar mordsmäßig Ruhmpunkte, mein Freund. Aber das ist mir. Nee, du bist mir zu heftig. Was mit ihm hier? CK Walker. Der kriegt auf jeden Fall gut Kohle. Und Kohle kann man ja auch gebrauchen, ne? Weil ich möchte halt in den besseren Camp trainieren. Sonst kommen wir nie nach oben. Vielleicht. Ah. Was ist denn das für einer? Nee, halt, da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung. So. Also, jetzt müsst ihr mir mal erklären. Der hat jetzt auch schon wieder jetzt hier. 3,5 Sterne. Ja? Aber wie erkenne ich das jetzt? Ob das ein A-Gegner ist, ein B, C, D, E? Was, wie erkenne ich das? Ich verstehe das irgendwie nicht ganz hier. Oder muss ich das einfach abschätzen? Ach, guck mal. Der hat einen Bänderriss an der rechten Hand. Der hat weniger Kraft. Aha. Sehr interessant. Wenn wir Glück haben, kriegt er das nicht geheilt bis zum Kampf. Das ist ein Boxer-Puncher. Sollen wir es mal machen? Aber nicht, haben wir gegen den schon mal? Tatsächlich, wir haben gegen den schon mal gekämpft. Der kam mir das so bekannt vor. Aber egal, der bringt gut Kohle und ich brauche jetzt Kohle. Ja, Ruhm kriegen wir natürlich nicht so viel, aber das ist mir jetzt gerade egal. Aber ich möchte eigentlich nicht da. Gibt es nicht woanders? Aber natürlich ist es doof, ne? Muss ich jetzt wieder in so einem kleinen Ding kämpfen? Ach, jetzt war ich so froh, dass wir mal in den etwas größeren Arenen haben kämpfen dürfen. Jetzt muss wieder kleiner sein, aber gut. Und kann auch wieder nur 6 Wochen trainieren. Kampfversicherung, ja, nein. Ach so. Okay. Ach, guck mal, je weniger ich trainiere, ja klar, logisch, je weniger Wochen ich trainiere, es kostet dann weniger Geld, habe ich natürlich mehr Gewinn daraus, ne? Ja, das ist natürlich klar. Ja, gut. Gucken wir mal, ob er das will. Was? Die Verhandlung sieht eine Revanche-Klausel vor? Echt? Nee, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Hoppala. Gucken, ob er auch Nein nimmt. Ah, guck einer an. Hat er weggenommen, okay. Gut. Das sind auch nur 4 Runden jetzt wieder. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Scheiße, wo stand der? Ach so, ja gut. Ist jetzt egal. Der wird wahrscheinlich im Gesamtrang, ja, im Gesamtrang steht der natürlich unter uns, ne? Aber gut, ist egal. Kann man direkt mal testen, ob wir dann auch aufsteigen dann. Gut. Also, Fight Camp. Ja, ich hätte gerne das hier. Das kostet aber richtig Asche. Ja. Okay, trainieren wir mal. Also, ich würde gerne, und zwar hier möchte ich meine Genauigkeit und meine Gewandtheit mal verbessern. Konterschlag will ich verbessern. Jawohl, das hätte ich gerne. Defensiv sollten wir auch mal definitiv mal wieder was tun hier. Jawohl. Und Bewegungstempo, Jabs, da sehen wir jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber hier ist natürlich, ne? Da ist natürlich nicht so doll.
Schlagtempo ist eigentlich noch gut. Das ist auch gut. Also würde ich mal sagen, wir gehen hier noch ein bisschen offensives Sparring. So, und jetzt mal ein bisschen erholen. Jawohl. Und dann hier noch ein bisschen, oder Deckung, Blockgesundheit. Ja, sind wir natürlich auch nicht gerade gut dabei, ne? Das sollten wir eigentlich auch mal machen, aber jetzt für den Kampf würde ich eigentlich gerne das. So, und jetzt erholen wir uns. Okay, so dürfte das passen. Was haben wir für eine Nachricht bekommen? Ah, Fightcamp-Rückblick. Das war ein exzellentes Fightcamp. Deine Leistung hat ihren maximalen Punkt erreicht. Steig also in den Ring und zeig ihnen, was du drauf hast. Jawohl, Coach, machen wir. So, also kämpfen. Gut, also, erster Kampf schon mal gewonnen. Das ist schon mal besser als wie in der letzten Folge, wo er einen Kampf verloren, einen Kampf unentschieden, wo der letzte Kampf ja nicht hätte so ausgehen müssen. Ja, selber schuld. Selber schuld, da muss ich den Blame hinnehmen. ja. Okay, jetzt drück mal auch weg. Jetzt bin ich gespannt. Also, mein Freund. Sachte. Nicht doch. Mann, nice. Ja, toll, also Cut verpasst. Ich laufe immer in die Konter rein. Das ist doch furchtbar, Mensch. Du hast dem Gegner schon eigentlich so einen Ausdauer geraubt. Naja, das hat er sich eigentlich selber geraubt. Gegner macht einen guten Eindruck. Ich hasse diesen Satz bei der Kampfeinschätzung. Das heißt immer, dass er besser war als mir. So, jetzt haben wir noch einen Cut. Auch das noch. Okay. Oh Mann, ey, es ist doch immer das Gleiche hier. Schwellung haben wir jetzt auch noch. Oh.
Manchmal sieht das echt ungelenk aus, was ich da mache. Das heißt eigentlich manchmal fast immer. Unheimlich enger Kampf. Wenn du diese Runde gewinnst, dann schaffst du es. Aha. Ja, immer noch auf Augenhöhe. Du musst klüger boxen. Naja, das habe ich nicht nur von dir gehört, Coach. Das höre ich von meinen ganzen Coaches, die mir alles in die Kommentare schreiben. Und ich versuche, ja, die Tipps anzunehmen. Ich versuche es doch. Das ist gar nicht so einfach mit dem Konten und Kontern und Ausweichen, Lehnen. Das ist gar nicht so einfach. Zumindest nicht für mich. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Geht das mit diesem Rutschen irgendwie nicht? Wie geht das? Ich muss das irgendwie mal üben. Na, nicht doch. Ah, Mann! Ich ärgere mich also über mich selber. Oh, mich doch, nicht doch. Ah, komm hin. Na, nicht doch so. Oh, toll. Das ist ein Scheiße. Na? Was für eine Prügelei. Gegner ist etwas müde, aber er hat noch viel Energie für das Ende des Kampfes. Du schaffst das. Bleib konzentriert und mach keinen Unsinn. Ich glaube, der weiß, dass ich immer Unsinn mache. Der Coach, er merkt das und sagt es mir. Ja, ist okay. Ich kann nichts versprechen. Aber noch liegen wir in Führung. Komm, jetzt verspiel nicht den Sieg. Na, ich sag noch, verspiel nicht den Sieg. Na, nicht doch. Mach keinen Scheiß. Nicht doch. Lass dich nicht verleiten, Kerl.
Und, bitte, bitte. Ja, ja. So sehen Sieg aus, schalalalala. So sehen Sieg aus. Joll, ja. Zwei Kämpfe, zweimal gewonnen, auch wenn es knapp war, mein lieber Scholli. Also, ja gut, schon einigermaßen knapp. Der obere, ja, unentschieden, aber zum Glück die anderen zwei, der Floyd Sanders und der Esteban Sosa, die habe für uns gezählt. Jawohl, die mag ich, die zwei, die lade ich mal zu einem Kaffee ein. Okay. Ja, Schlagwerte, naja, fast 50% insgesamt. Zweite Runde war gut, da haben wir gut getroffen. Dritte Runde war sehr gut. Vierte Runde dafür ziemlich schlecht. Okay. Ja, so, was kriegen wir? Ne? Was kriegen wir? Also, 7000 Ocken, schon mal nicht schlecht. 79 Ruhm, oh ja, immerhin. 33 Mitarbeiter-EP. Ja, super. Und da hat sich nichts getan. Toll. Ja, liebe Leute, so kommt man nicht nach oben. Mano. Aber gut, immerhin, egal. Komm, was soll's. Zwei Kämpfe bestritten, zweimal gewonnen. Hey, was willst du mehr? Also, meine Lieben. Ja, oh, guck mal, ein F-Gegner. Mhm. Ja, und woran hätte ich das jetzt erkennen sollen? Das kann mir das mal einer erklären. Ich weiß es nicht. So. Immerhin hier plus 3 Cut-Resistenz, plus einmal Ausdauerregeneration, plus einmal Ausdauerregeneration, plus einmal Deckung, Körpergesundheit. Jawohl, gut. Es geht vorwärts. Naja, ist halt der Profi-Schwierigkeitsgrad und ja, da kann man halt nicht einfach so von Platz 52 bis zum Champion hochrushen. Ne, da muss man sich halt auch mal mit kleineren Gegnern in Anführungsstrichen zufrieden geben. Hauptsache, man gewinnt mal und man entwickelt sich weiter in der Hoffnung, dass wir mal besser werden und irgendwann doch mal ein bisschen schneller nach oben steigen. Ja, ich rede wieder im Blödsinn daher. Ja, ich bin noch voller Adrenalin. Also, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und mich schön hier anfeuert. Und bis dann.